die Fresse, ich will jetzt einmal drin. Moin, Leute, jetzt willkommen bei einem weiteren Hinterhaltsgefecht in den Online Battles von Room 2. Und ja, heute mal wieder. Okay, Corny ist jetzt hoffentlich der dumme Noob. Und somit werden Seppi und ich jetzt hier eine schöne Schlacht schlagen. Und zwar wollen wir etwas Neues ausprobieren. Und das wäre, dass, ja, Seppi jetzt mich im Hinterhalt angreift und mich jetzt schon besiegen darf. Seppi, was würdest du denn dazu sagen? Ja, ich hoffe einfach nur, dass ich diesmal endlich mal besiegen kann. Ich glaube, das wäre die erste Schlacht, die du gegen mich gewonnen hättest, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Dein erster Sieg. Aber Leute, wir haben uns was zu Balancing überdacht. Erstens, wir spielen auf der... Ja, super. Drücke gleich nicht direkt auf Ready, bitte, okay? Ich muss mich ja auch aufstellen. Es ist so, Leute, dass... ja, ich habe 40 Einheiten drin. Also Einheiten auf riesig, Geld auf groß und halt viele Männer hier. Und ja... Wie soll man es sagen? Ich habe halt 40 Einheiten und er könnte auch 40 Einheiten haben, aber er hat nur die Hälfte des Geldes verbraucht. Ich habe jetzt 23.200 war das, 23.400 ausgegeben. Ja. Und du hast 11.700. Das heißt, ich bin in der Unterzahl eigentlich. Genau, er hat weniger, er hatte nur die Hälfte des Geldes zur Verfügung und dafür wird er halt den Hinterhaltsbonus haben. Mal schauen, ob mir das was hilft. Genau. Wir wollen jetzt halt testen, ob das halt gebalanced ist. Das ist halt die Frage der Fragen, ne? So. Ich habe mir auch schon was Schönes überlegt. Womit ich das packen könnte. Gut. Corny, jetzt hör mal wirklich auf das Nerv langsam, du dummer Noob. Und ja. Ich wäre an sich bereit, Seppi. Ich noch nicht. Gut. Ja, man sieht bei mir einfach nur Black Screen. Man sieht auf der, guck, unten rechts auf der Minikarte. Ach ja, eins muss ich dir noch sagen. Du darfst nicht deine Armee vor dem Start noch Na, da, ja. Ich kann gar nichts machen. Ich habe Black Screen. Ich kann sie nur nummerieren. Das ist das Einzige, was ich mache. Nee, nee, wenn du bei taktischer Karte raufgehst und eine Einheit auswählst, kannst du sie woanders auch hin positionieren. What? Ja, ich schwör's. Das ist ja noobig. Das hat mir der Clemens beigebracht. Das ist ja mal mega noobig. Ja, dass der Clemens sowas weiß, ist natürlich klar, der Noob, ey. So, steht der hinterste Tropf wieder halbwegs gut dran, oder wo steht der ungefähr? Wow, welche... Oh, ich kann das sogar so hier machen gerade. Wow. Das ist Spell. Ey, das ist ja mal voll noobig, einfach im letzten Moment seine Armee wegzuziehen. Also, dass Clemens das macht, war mir bewusst. Nee, er hat's nicht gemacht, aber er hat's mir gesagt. Aber ich glaube, er wollte es aber machen. Das ja, ich bin mir sicher. Dass ein Noob das machen würde, kann ich schon nachvollziehen. Noobige Noob. Hä? Nein, so wollte ich das doch gar nicht. Oder? Bogenschütze, Kommandant! Eure Befehle? Zu Befehl! Kommandant! Befehle? Eure Befehle? Ich bin gleich fertig, also keine Ahnung. Gut, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ja, sehr gut. Boah, ich hoffe, ich habe jetzt keinen verschoben. Ah? Eure Befehle? Ja, weg hier. Doch, die eine Sperrinfanteristen weiter hinten ist ein bisschen. Hat einen großen Abstand von der anderen Einheit. Ja, kann ich jetzt leider nichts mehr machen. Ich wusste nicht, dass das geht. Naja. Und ich hoffe, du bist gleich hier bereit für deine. Für die Schnitzerjagd. Ach, das wird so. Egal. Bassig sein. Das wird schön. Ich glaube, ich mach das mal. Schade, kann ich. Hey. So. Drück auf Ready, sobald du ready bist, ne? Ja. Oh shit, Leute. Er hat noch einen Moment. Nicht so weit. Die Zuschauer wollen eine Schlacht sehen. Ja, ja, tut mir leid, Leute. Was war das? Was denn? Wir haben gerade ein komisches Kummeln. Warst du das, Katze? Wow. Die gibt komische Geräusche von sich im Schlaf. Hattest du einen Albtraum? Keine Sorge, ich erlebe gleich auch meinen Albtraum in diesem Hinterhaltsgefecht. Dann leiden wir zusammen. Wenn Seppi mich jetzt mal sterben lassen würde. Junge, wie lange brauchst du? Feier dich mal. Ja, nur, gib mir noch 10 Sekunden. Alles klar, dann kann ich auf Ready drücken. Ja. Euch muss ich auch noch. 8. 9. Du fängst von 10 an runter zu zählen, wenn 10 Sekunden vorbei sind. Ah, das ist klar. Nee, nee. Ich bin... Also, es sind jetzt 20 Sekunden vorbei, ne? Ja. Oh shit, Alter. Oh shit.
Feuermänner, nein! Ja, ah, was tue ich? Ich tue mal Noob. Ja, ich komme gar nicht drauf klar. Du mal Noob. Verreck. Ich check gar nichts mehr. Ich check gar nichts mehr. Du dummer Noob. Ja. Weg! Ich komm gar nicht drauf klar! Wo sind meine Reiter? Ah! Los hier! Ich will weg! Los! Fangt's ab! Raus hier! Lass meine Reiter am Leben! Hä? Was machen der Reiter mit in meiner Armee? Raus aus meiner Armee! Ach, Mann! Ich kann mich nicht entsinnen, euch das erlaubt zu haben. Doch, hast du. Gib's doch zu. Nein! Was ist ein Piken? Oh, nee, Piken? Nee, nee. Ein Überfall, Piken. Hm. Ah, was tut's hier, ihr dummen Reiter? Ich sag dir, geht's raus. Ich sag dir, geht's raus. Ah, raus da. Ach du Scheiße, ich kreis hier noch was. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Mach da raus hier. Oha! Geh mal die Seite Peter rein. Könnt ihr bitte mal die Kavallerie hier töten? Wo wir gerade dabei sind. Ach du heilige Scheiße. Ah, lass meine Reiter in Ruhe. Was tust du da, du dummer Trupp? Gratuliere mal wieder 5 Trupps. Ach du Scheiße, ist das ein Battle gerade. Kommt. Aber ich glaube, das macht es echt ausgeglichener, dass ich hier die doppelte Anzahl an Männern habe. Also Leute, geschichtlich kann man sich das so vorstellen, dass Pontos es geschafft hat, die Seleukiden ordentlich fertig zu machen. Und dass jetzt halt die Stunde angebrochen ist, wo die Hauptstadt von den Seleukiden geplündert wird. Oder halt überrannt wird, wie man es nehmen möchte. Oh mein Gott. Und die letzte Chance stellt eine kleine, nette Armee hier dar. Versucht, alles du zu hast treffen. Piken genommen? Echt jetzt? Dein Ernst? Na, zweimal. Ich mach hier nicht auf, Alter, dass ich Piken dabei habe. Du Mann, du. Ja, seine Piken. Ich habe östliche Sperrkämpfer mitgenommen. Ne, wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir beide ganz normale Armeen mitnehmen. Jetzt keine Armeen, die extra perfekt auf diese, auf das Ding angepasst sind, weil wir das ein bisschen, ja, cooler haben wollten halt. Deswegen habe ich jetzt auch Schützen mitgenommen. Ich hätte nie im Leben hier normale Steinschleuder mitgenommen. Boah, da war der echt an meiner Seite und ich kann kaum was dagegen tun. Ja, das ist so schön. Alter, dass denn Jay noch immer lebt, was? Ich meine, wer ist denn der? Ist. Das ist ein Boss. Das ist ein kleiner Pur. Ey, meine Leinpanzer, Schwertkämpfer, was tut ihr da? Wieso verreckt ihr so schön? Dam, 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 dam. Hast du gerade meine Piken angegriffen? Aus da, renn's raus, er hat's bemerkt. Alter, ich kontrolliere immer noch 10 Einheiten. Wo kommt das her? Bitte töte diese gebrochenen Trupps da hinten. Ich will sie nicht kontrollieren. So, ich glaube, ich komme hier relativ gut klar gegen. Ah, denn Jane lebt noch immer noch. Der will nicht sterben. Nee, überhaupt nicht. Einfach keine Lust. Was kämpfen da? Oh, Zügelmänner. Die hätten, glaube ich, nicht kämpfen sollen. Was war Zügelmänner? Wo? Ja, ich habe alles dabei am Pontos. Die Einheiten kosten ja alle nichts. Voll geil. Ich glaube, ich setze zu oft auf Qualität statt auf Quantität. Oh shit, Alter. Ich glaube, ich kann es wenig. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall, ist an sich eine Teststadt, wie man es gerade auch, glaube ich, bemerken kann. Ich versuche nämlich eigentlich die letzten Tage das perfekte. Nein, nein, nein! Okay, ich habe keinen Befehl gegeben. Versuche momentan das perfekte Balance zu bekommen für den Hinterhaltsgefecht, dass halt wirklich es komplett ausgeglichen ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, was du meinst.
Also dient diese Schlacht als sehr guter Test eigentlich. Weil momentan sehe ich die doppelte Anzahl überrennt einen einfach nur vorbei. Wenn man gegen die KI spielt, kommt die gar nicht drauf klar. Aber ist auch die KI. Muss man echt mal gucken. Aber ich glaube, ich habe jede zweite Einheit nummeriert. Deswegen konnte ich die perfekt hier gegenüberstellen. Ich habe zwei Gruppen gemacht und jede zweite Einheit genommen. Beim anderen Mal halt die ganzen Einheiten, die übrig geblieben sind. Ja, ich hätte dir lieber nicht sagen sollen, das mit der taktischen Karte, gell? Das hätte ich dir nicht sagen sollen. Das Nummerieren habe ich so oder so gemacht. Das mit der taktischen Karte hätte mir nur gemacht, dass ich mich ganz woanders hinstellen kann im letzten Moment. Boah, endlich läuft dein Gen weg. Also, boah. Ich nicht glaub, dass du das okay findest. Ich finde nicht okay, dass meine Armee stirbt. Meine Armee. Was kämpfen da gerade? Also Hügelmänner. Ich will auch meine Rücken jagen. Hügelmänner. Jagt bitte sein Gen weiter. Ui, ui. Perfekt. Ich glaube, das. Okay, das müssen wir echt nochmal ändern. Also doppelt so viel darf ich nicht haben. Ich glaube, ich dürfte. Ich glaube, du hättest ein Dreiviertel deines Gesamtgeldes ausgeben sollen und nicht nur die Hälfte. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal so. Beim nächsten Test machen wir es halt so rum. War trotzdem eine schöne Battle. Ne, es war auf jeden Fall ein schönes Battle. Also im ersten. Vor allem bin ich aber einfach noch in dieser dummen Gen-Kamera da vorne, ne? Und ja. Als es losging, war meine Kamera irgendwie so ausgerichtet, dass ich Richtung Himmel geguckt habe. Ich habe irgendwie mit der Plus- und Minus-Taste rumgespielt. Das war ein maximaler Krampf. Ah, oh, geil. Ich wusste gar nicht, wo ich war, ne? War super, ich habe sogar wieder meinen Strategen vergessen. Ich habe letzte Kommandanten genommen, aber mein Gen war eh am Arsch, der hat gar nicht richtig pushen können. Ja, zum Glück. Aber trotzdem hat er echt lange ausgehalten, immerhin. Ja, der hat auf jeden Fall gut durchgehalten. Also dein Gen darf jetzt auch mal gerne sterben, meine ich. Nee, der darf schon abmetzen. Aber ich denke, die bronzische Piken haben viel getan, was den Moralbrush anging. Ja. So, zack, Piken runter. Oh shit. Oh nee. So, gucken wir uns das jetzt mal an. Was da Schönes rauskam. Boah, also, ich hab fast mehr als du getötet. Ach du Scheiße. Ja, viele Männer hat sie ja nicht. Also, du hättest, glaube ich, echt nicht so krass auf Qualität setzen sollen. Du hattest keine 20 Männer. Ich glaube, du hättest echt mindestens auf die 30 setzen sollen. Ja, ich sag doch, ich setze meistens immer auf Qualität statt auf Quantität. Keine Ahnung, wieso. Ja, an sich hat es gut funktioniert. Ich glaube, du hättest mein Gen echt früher bekommen müssen, um mir direkt am Anfang zu Beginn ein Moraldefizit reinzudrücken. Aber du hast genauso viel getötet wie ich, trotz der Tatsache, dass du nur die Hälfte des Geldes hattest. Und dass ich sogar noch in der Unterzahl war. Und du hast... Oh, meine Streitwagen haben 0 Kills gemacht. Oh. Die erste echt zusammengeschlossen bekommen. Ich dachte echt, die kriegen ein paar Kills. Nee, die Feuerwehr haben den Job gut gemacht. Ja, ich habe das gesehen. Die sind reingerannt, dann war irgendwie, dann sind sie amok gelaufen. Da habe ich gar nichts mehr mitbekommen. Da habe ich die, ich habe den vorderen Teil meiner Armee auch relativ schnell aufgegeben. Ich habe mich voll auf den Rücken konzentriert. Den hinteren konzentriert. Man hat's gesehen, dass der General einfach mal so in den Tod geschickt. Ja, mit der Gen, mit dem Kavallerietrupp zusammen auf deinen Gen. Ich wollte deinen Gen einfach töten. Ich dachte, mein Gen untergeht ja mit deinem zusammen. Aber es hat nichts gebracht. Schildträger berghoch zu chargen, bringt einen Furz. Ich meine. Schildträger berghoch. Oh. Tja. Das ist einfach eine Wand, gegen die du da chargst. Hast du gesehen? Trotz Kavallerie-Charge und Gen einfach. Ich hab die nachher gesandwiched. Guck mal, wie viele am Leben sind. Und trotz Sandwich am Ende. Ah, ja, nee. Das war schon lustig anzusehen, würde ich sagen. Ja, viele Kids haben meine Trupps allgemein nicht gemacht. Die haben sich die Kids alle aufteilen müssen. Also, meine haben ganz schön viele Kills gemacht. Außer die Bogenschützen. Die hast du echt bekommen. Ja, die habe ich ja nachher. Die habe ich einfach überrannt mit der Zeit. Also, da hat. Ich glaube, wir machen das nächste Mal mit der Viertel. Oder wir probieren das nochmal aus. Vielleicht machen wir das nochmal andersrum. Vielleicht, wie die Ergebnisse da aussehen, wenn halt das anders läuft. Weil ich bin mit dem Hinterhaltsgefecht mittlerweile relativ. Ich bin da drin mittlerweile relativ gut. Ich provoziere es manchmal gegen die KI, dass die mich dann angreifen, weil die denken, die wären dann mega viel stärker. Ich habe das in meiner Kölsch-Kampagne gemacht. Da hatte ich 6-mal Lanzenpreis. Da kam er an, aber mit freien Herbannern. Oh mein Gott. Nein, ich habe mir auch überlegt, ob ich sowas zulegen soll. Nur Elefanten. Nein, ich meine, ich war das mit den 6 Lanzenpreis der Verteidiger. Du, echt jetzt? Okay. Ja, und der kam mit freien Herbannern von den Seiten. Mich auf ihn reingeschaut und habe ihn weggehauen. Oh mein Gott, boah. was ich die KI da machen muss. Aber Leute, ich würde sagen, das wird für dieses Battle gewesen sein. Oder Seppi, willst du noch ein paar abschließende Worte dazu geben? Penis. Dankeschön. Und ich würde sagen, Leute, man sieht sich beim nächsten Mal. Penis. Ciao, Leute. Ciao.